Oder nicht? Doch, hier. So, schnellster Weg. Links lang. Ah, kommen wir wieder direkt am Hai vorbei. Nee. Hier rein. So eine kleine scheiß Seitenstraße. Rechnet doch kein Arsch mit, dass es so ein wichtiger Verbindungspunkt ist. So, sicher gehen. Nicht, dass hier noch ein Quest offen ist. Nee, Tire Medical. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ihr denn bittet. Da bewachen wollt. Kaffeeklatsch wahrscheinlich. Yep. Voll einmal. Okay, da ist die Metrostation. Habe ich hier hinten tatsächlich schon alles durchgeschaut? Hive. Hier geht's tatsächlich zum Hive. Ach, hier oben kommen wir auch noch lang. Okay. Kurz die Wege nachschauen. Ach, hier sind wir dann also. Aber das ist abgesperrt. Damit gar kein wirklicher Weg. Verarsche. Hast du mal Kippe für mich? Ja, sind glaube ich auch recht modern. Cyberf hat uns schon mit gutem Kram ausgestattet. So, und hier waren wir glaube ich schon. Ja. Es trägt einfach nur eine Tür da durch. Oh, da ist eine Tür rein. Tür rein. Na, Madame? Niemand. Bin nur die Putze. Können wir hier mitfahren? Sewer District. Okay. Ah, haben wir schon gelesen. Ist. Ich hoffe, du schläfst einfach nur. Sonst ist hier unten aber tatsächlich nichts. Ich erwarte da ein bisschen mehr. Millionär Hugh Darrow has contacted me personally to deny allegations of involvement in secret United Nations. Okay, hier haben wir das Tyon Medical Ding. Na, da machen wir aber mal eine kurze Pause dazwischen. Bis gleich, Leute. Ciao, ciao. So, moin moin, da sind wir auch schon wieder. So, hier ist nichts Besonderes, wie es scheint. Na, dann ab zu Tyon Medical. Ich hatte recht. Warnung, nicht beendete Nebenmissionen werden abgebrochen, wenn sie gehen. Gut, dass wir alles Gefundene gemacht haben. Malik, any word from Pritchard yet? I'm right here, Jensen. Staring at a blueprint of the Tai Yong Medical Building. Great. I need access to a security terminal in the upper city tower. You do realize there's an entire skyline between you and it, don't you? I know. The Pangu. Any idea how I get to it? I suggest you start by going up. Sehr hilfreicher Hinweis. Danke, Pritchard. Ah, eine neue Zeitung. Panchaya und die Ethik der Biotechnologie. Es steht zweifelsfrei fest, dass der technische Fortschritt in geradezu atemberaubendem Tempo vonstatten geht. Doch noch während die öffentliche Diskussion über die ethischen Probleme vieler wissenschaftlicher Anwendungen in vollem Gange ist, arbeiten Unternehmen wie Tyon Medical unaufhörlich an der Ausdehnung der Grenzen des menschlichen Wissens.
Die Erforschung organischer, zu Rechenleistung fähiger Matrizen hat uns in die Lage versetzt, Maschinen zu entwerfen, die enorm schnell denken und ihre Ergebnisse gleichzeitig nach menschlichen Maßstäben beurteilen können. Das ist interessant. So Cao Yunru, Taiwans Vorstandsvorsitzender, die ja anscheinend den Hack-Auftrag gegeben hat. Ohne diese Arbeit wären Projekte wie Panchaya undenkbar. Was genau ist Panchaya? Der größte Durchbruch beim Bau der Tiefseeinstallation besteht darin, dass sie den sich ändernden Wasserdruck permanent überwacht und sich ihm selbstständig anpassen kann. Eine Tiefseeinstallation. Interessant. Oh Mann. Man entdeckt hier so viel Original Deus Ex. Es ist unglaublich. Ich verrate da jetzt nicht, warum. Und die Einsatzmöglichkeiten dieser Technologien sind bei Weitem nicht nur auf Außerirdische, keine Ahnung, warum ich auf Außerirdische, Anwendungen beschränkt. Da außerhalb der Erdatmosphäre nicht ähnlich extreme Bedingungen vorherrschen, könnte diese Technik eines Tages durchaus auch im Weltraum eingesetzt werden, deutete Zhao mit einem Lächeln an. Was die wohl noch planen? Beschädigte Zellen durch Einsatz von Nanotechnologie repariert. Versalife hat heute bekannt gegeben, dass es in einem Versuch an Mäusen durch den Einsatz von Nanotechnologie erstmalig kranke Blutzellen reparieren konnte. Der verwendete Nanobot funktioniert dabei auf ähnliche Weise wie natürliche Antikörper. Die Forscher hoffen, mithilfe dieser Technik eines Tages ein Heilmittel für AIDS entwickeln zu können. Okay, wir wissen nebenbei, AIDS ist auch noch nicht geheilt worden. Das Ding ist gerade geschlossen. Energieriegel. Na, dann wollen wir uns hier mal durcharbeiten. Ich weiß nicht, ob wir hier sein dürfen oder nicht. Deswegen schleiche ich mich mal vorwärts. Für den Bereich sollten wir aber ja noch eine Karte haben. Deswegen sind wir doch durchgekommen. Durch den Shuttle Service. Was zum Teufel war das? Okay, das hier ist ein Terminal, wo man durch muss, deswegen ist es nur Stufe 1. Und sowas hacken wir mittlerweile ohne Probleme. Nuke Virus, davon brauchen wir wieder ein paar. Oha, was ist denn mit dir passiert, Junge? Das sehe ich. In the play-by-play, what do you need? There's a valve in the next room. You have to close it. Ja, sicher doch. Oh, thank God. Please hurry. Please. Ja. Ich mach ja schon. Okay, hier muss irgendwie... Oh Mann, drängel nicht. Ich beeil mich doch schon. Access granted. Okay. Da, Ventil. Ja, ich kann verstehen, dass du nicht sterben willst. Ich habe momentan auch keinen Grund, dich sterben zu lassen. PDA. Zugangscode. Die Chemielager-Zugangscodes wurden geändert. Für den Rest des Monats gelten die folgenden Codes. Lager 3, Kühleinheit, Wartungssteg, Depots. Sehr schön. Falls wir mal auf Zeit irgendwo rein müssen. So, jetzt sollte das jedoch in Ordnung sein, oder? Hey Junge, alles in Ordnung mit dir? Du wirst uns jetzt... Gasgranate. Warum hier auch immer hier eine Gasgranate ist? Den Dreck hier mal weg. So,
So, Junge, alles in Ordnung mit dir. Du lebst ja wohl noch. You saved my life. How can I repay you? You can give me some directions. To where? I need to get to the upper tower. You must use the elevator pass to cryo sterilization room. But unauthorized personnel aren't allowed up there. But Kim is the guard on duty today. He owes me a favor. Just tell him Lee sent you, and he should let you through. Much appreciated, my friend. The least I can do. Danke. Siehst du, eine Hand wäscht die andere. Gut, dass wir ihn gerettet haben. Einfach Angestellter, der hier sonst draufgegangen wäre. Das muss nicht sein. Und hier geht's auch in Richtung Chemielager. Und Cryo Stabilization Room. Cryo Stabilitätsraum. Moment, das Alarmding, das hacken wir. XP ist XP. Alles kein Problem mehr für uns. So, wir hatten aber, glaube ich, einiges an Upgrades mittlerweile wieder dabei. 6 Stück. Ja, also wirklich. Das Ding will ich haben, um etwas ungestörter noch hacken zu können. Cloaking mal etwas länger, 5 Sekunden. Ja. Und hier werde ich wahrscheinlich demnächst nochmal was reinpacken. Aber noch nicht. Ich weiß, 4 Punkte drüber ist einiges. Und hier hinten werden wir auch nochmal reinkommen. Das wäre sogar schneller gegangen. Na komm, das kriegen wir doch wohin. Access granted. Nuke Virus, sehr schön. So, das ist jetzt aber ja nur die Tür. Ja, da werden wir hier reinkommen. Gut, hätten wir vorher auch nicht rein wollen. Ja. Du lässt uns doch durch, oder? Where do you think you're going, buddy? This is a restricted area. Ja, aber wir haben deinem Kumpel Lee geholfen. Lee didn't warn me that I might be refused entry. I guess he figured you'd remember the favor you owe him and let me by. Right, look. I'll let you pass because I do owe him. But watch out for the security systems. If you get detected, I'll have no choice but to take you out. Fair enough. Ja, kann ich nachvollziehen. Denn das wäre sehr komisch. If you have a malfunction to report, talk to me. I'm filing reports for equipment malfunctions. Anything to report? Nein. Yes. Hopefully the mechanical arm will be fixed by tomorrow. Yes, something is wrong with the end effector in the mechanical arm. What exactly? Well, if I knew, I wouldn't be making a report, would I? I'll send someone up to the maintenance catwalk to check it out. Okay, da stimmt was nicht mit. Mal sehen, ob wir es hacken dürfen. 5720. Wir könnten also direkt auch zugreifen. Okay. Okay, 15% ist anscheinend die geringste Entdeckungsrate. Mehr geht gar nicht. Access granted. Und Stopworm. Finde ich super. Okay, wo geht er denn hin? Entweder hier. Ach, da ist das da oben. Oder da hinten. Okay. Jetzt gehen wir wieder zurück. Dann lassen wir ihn erstmal in der Ausgangsstellung. Mhm.
Ach, da kommen wir ja direkt hin. Na dann. Level 3 haben wir jetzt auch nur 15%. Zack. Nuke Virus dabei gewesen. Tja, wo gehe ich als erstes durch? Geh mal hier lang. Ich find's praktisch. Betäubungspfeile. Und das Ding kennen wir. Okay, und da sind Wachen. Die sind uns dann wahrscheinlich nicht freundlich gesinnt. Ah, und hier wären wir auf dem Catwalk. Tür da hinten wäre auf. Und dann kommen wir wahrscheinlich hier unten irgendwo raus. Okay, dann gehe ich erstmal durch die andere Tür. Orientierungsarbeit ist wichtig für jeden Agenten. Minenmatrix. Sehr schön. So viele sehe ich hier noch gar nicht. Ich überlege, mit dem Betäubungsgewehr hier schon ein paar Leute auszunehmen. Wird das Ding denn vom System erkannt? Ja. Und du auch? Zwei Leute. Sonst noch jemand? Okay, zur Not weiß ich, wo ich eine gute Schussposition habe. So, hier geht's anscheinend direkt runter. Ah. Nuke Virus und Revolver-Munition. Falls wir mal wieder so einen großen Klotz vor uns haben, der mit einer Minigun auf uns schießen will. Was hoffentlich nicht nochmal so schnell vorkommt. Okay, die Kamera dreht sich doch ziemlich weit. Naja, über den Weg möchte ich nicht. Wahrscheinlich könnten wir mit dem Catwalk direkt ans Ziel. So, dann wollen wir mal. Was zum Teufel? Ja, nee. Nochmal von vorne. So, Datenkubus und danach. Unser Ausgangspunkt, wunderbar. 150 EP dazu. Damit wir endlich mal wieder einen Praxispunkt kriegen, ne? Wir haben davon ja so wenig. Ist hier niemand drin? Okay, Pistolenmunition, EMP-Granate, immer schön. Sehr wahrscheinlich auch gegen Kameras. Ja, dann werde ich mich jetzt mal mit dem... Ja, auf den Catwalk gehen. Und sehen, wo ich dann rauskomme. Hier da unten ist eine Tür. Der könnte mich dann stören. Oh, da sind zwei. Aha. Gut zu wissen.
Okay, der Arm hat eine Fehlfunktion. Die Tür da hinten scheint dicht zu sein. Aber das hat sich, glaube ich, geändert mit den Farben hier. Und hier ist ein schallgedämpftes Präzisionsgewehr. Jau. Haben wir kaum Munition für. Aber finde ich trotzdem nett, dass wir es haben. Interessantes Wasser. Kühlelemente wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wir befinden uns sicherlich im Atomreaktor. 200 Credits. Tyone Medical und Sie. Unternehmenshintergrund. Tyone Medical ist ein in Chinas Sonderwirtschaftszone Hengcha, also quasi sowas wie Hongkong, ansässiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf Herstellung und den Verkauf von Humanaugmentierungen spezialisiert hat. TYM ist stolz, sich bereits heute als einer der Weltmarktführer dieses Industriezweigs etabliert zu haben. Unser Vorstand hat das Ziel formuliert, mit Hilfe strategischer Partnerschaften und Fusionen bis zum Jahre 2030 zum weltweit führenden Augment-Hersteller zu werden. Welches Jahr haben wir eigentlich gerade? Tyone Medical ist eine kosteneffektive Alternative, wenn es um Produktion von Augmentierung geht. Diesen Status haben wir uns durch den Direktverkauf unserer Produkte an Wirtschaft, Regierungs- und Privatkunden zum Herstellerpreis oder knapp darüber verdient. Aufgrund unserer aggressiven Marktpräsenz beschäftigen wir mittlerweile 9.500 Mitarbeiter in China, Japan und den Vereinigten Staaten, Nigeria, Südafrika und Mexiko sowie in unseren Zweigstellen 6 weiteren Ländern. Ja, das nenne ich ein Großunternehmen. Armbrustbolzen, sehr schön. Präzisionsgewehrmunition, wie viel haben wir jetzt eigentlich für... Sollte eigentlich reichen, oder? Oder haben wir Dreck hier? Gott, ist das Ding riesig. Und da kann tatsächlich noch ein anderes Upgrade. Das Laserzielsystem. Der Schaden ist aber nicht super groß. Ich werde das Ding sicherlich nicht behalten. Ja, 21 Armbrustdinger sollen mir reichen. Yeah, sehr schön. Ich plane in nächster Zeit nicht allzu viele Menschen umzubringen. PDA. So. Jun, machen Sie sich nicht so viele Sorgen wegen Quan Jin. Hunde, die bellen, beißen nicht. Außerdem wurde der Zugangscode für den Pumpenraum Ende letzter Woche geändert. Der neue Code lautet 7934. Nui, ich komme nicht im Pumpenraum. Haben Sie den Code? Aber sagen Sie Quan Jin bitte nichts. Ich bewege mich schon auf sehr dünnem Eis. Gut, wir haben einen Zugangscode. Mal sehen, ob wir den überhaupt noch brauchen. Hier geht's aber anscheinend nicht runter. Dann bewegen wir mal das Ärmchen. Scheint hier laut genug zu sein, dass wir nicht schleichen müssen. Denn der eine spielt an seiner Konsole, der andere macht da irgendwas am Schaltpult. Und der ganz andere schaut sich das Wasser an. Ja, definitiv zwei. Da ist einer. Sonst ist da keiner zu sehen. Gut, die Tür hinten ist offen. Munitionskapazitätsupgrade. Das können wir sicherlich gebrauchen. Ach, nur mit der Pistole. Du
kommst weg, dann kann ich dich sicherlich wieder mitnehmen. Okay, sogar noch zwei freie Plätze jetzt. Weiter geht's. Ja. Okay, ich möchte da unten hin. Da ich so viele Punkte habe, hole ich mir jetzt das Icarus-Landesystem. Verletzungsfreie Stürze aus großer Höhe. Wird automatisch aktiviert. Was zu bemerken ist, Schießentaste halten, um in der Nähe befindliche Ziele zu betäuben. Scheinen wir da unten nicht zu haben. Und es ist momentan noch nicht lautlos. Also, Geronimo! Yeah. Und da haben wir auch gerade gesehen, linke Taste zum Betäuben. Elektroschockpfeile. Sehr schön, wieder auf 23 hoch. Immerhin. Immerhin. More sentries. I heard they installed some in the upper tower too. Yes. Laser detection checkups will be run by sentries from now on. They'll be able to neutralize intruders easily. You know what this means, huh? Yeah. We're all gonna be replaced by robots soon. Okay. Hier gibt Roboter. Und ich habe ja mal die Anfrage bekommen, dass ich doch bitte die Wachroboter-Hacking zeige. Das werde ich jetzt tun. Ob ich da neu lade, weiß ich noch nicht ganz. Je nachdem, wie es ausgeht. So. Wunderbar. Ihr beide schlaft. Wow! Wie bist du da denn durch... Ach so, rübergesprungen. So, geht doch. Sonst nichts passiert. Könnte ich mitleben. Maschinenpistole, bla. Ach, du machst komische Geräusche. Da ist auch eine Maschinenpistole, sonst noch was. MP-Munition, die nehmen wir mal mit. Auch mitnehmen. Solange es passt. So, und das hier wird auch sicherlich das Terminal sein. Und hier hinten kann man auf dem Punkt noch schon einen Roboter sehen. Okay, die drei sind ausgenockt. Wieder nicht guter Stealth-Modus, aber was soll's denn? Kommen wir direkt zu unserem Ziel, ja. Okay, das könnte ein bisschen dauern und knapp werden. Access granted. Aber doch, kein Problem. So, Roboter, schalte ich mal auf Gegner. Die Dinger aus. So. Das war's, oder? Keine Verbindung zu Geschützen. Die Dinger sind aus. Sehr schön. Okay, da sind wir jetzt hier. Frage ist jetzt, wo ist denn der Roboter? Alarmiert? Kreist doch nicht mich an, ne? Du bist ja auf Gegner geschaltet. Sehr schön. Okay, der hätte jetzt die anderen Leute auseinandergenommen, aber wahrscheinlich auch getötet. Das ist unser Endziel. Ah, und hier kam der Roboter rausgefahren. Und du bist dann dadurch, okay. So,
Das Ding hacken wir mal fix. Access granted. Das gibt wirklich gut XP. So. Und wo kommen wir am besten durch? Flackert das hier auch? Ich glaube nicht. Zur Not können wir auch immer noch eine EMP schmeißen, meine ich. Zwei, drei. Okay, geh an. Eins, zwei, drei. Hat geklappt. Und da unten ist es auch kaputt. Oh, sogar noch ein zweiter Roboter. Irgendwas hinter? Nee. Und hier können wir hoffentlich die Laser ausschalten. Direkt zum Knoten kommen wir nicht. Oh, haben wir viele Datenkuben. Access granted. Ja, Pritchard kann sich mittlerweile von uns eine Scheibe abschneiden. So. Sehr schön. Ja, du passt mal auf mich auf. Das finde ich schön. Zwischenzeit kann ich hier frei arbeiten. Okay, drei gegnerische Knoten. Okay, es könnte knapp werden. Das wird wahrscheinlich nichts. Oder auch doch. Denn wir sind einfach gut.